WDR 2. Volker Pispers. Jetzt sagen Sie nicht, es ist wieder Dienstag. Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Zypern ist gerettet. Ein beruhigender Satz. Es sei denn, Sie leben auf Zypern. Denn die Menschen auf Zypern konnten zwar mit ihren Protesten ihre Sparguthaben bis 100.000 Euro retten, aber dafür werden viele von ihnen in der jetzt folgenden Rezession ihre Arbeit und damit ihre Lebensgrundlage verlieren. Nun noch mal zur Erinnerung. In Zypern mussten mal wieder die Banken gerettet werden. Es mussten 10 Milliarden Euro her, um drei Banken zu retten, die optimistisch geschätzt zusammen noch etwa 500 Millionen Euro wert waren. Das ist in etwa so, als wenn man ihnen beim TÜV erklärt, sie könnten die in ihrem Besitz befindliche Schrottkarre, die noch einen Wert von 1.000 Euro hat, dann weiterfahren, wenn sie 20.000 Euro für Reparaturen reinstecken. Nun könnte sie für 15.000 Euro prima einen Neuwagen kaufen und nach der 20.000 Euro teuren Reparatur ist die alte Karre immer noch höchstens 5.000 Euro wert, aber was soll's, gerettet ist gerettet. Nur damit es keiner vergisst, die Schuldenkrise, die jetzt Millionen von Menschen in ganz Europa mit dem Verlust ihres Lebensstandards bezahlen müssen, begann mit der Bankenkrise 2008. Seit 2008 ist die Staatsverschuldung in Europa explodiert. Denn seitdem müssen wir Banken retten. Wir retten Banken statt Arbeitsplätze. Wir tanzen um das goldene Kalb, um den Mythos aufrechtzuerhalten, dass man mit sogenannten Finanzprodukten Geld verdienen kann. Also, dass man Werte schaffen kann, ohne irgendetwas herzustellen, sondern allein dadurch, dass man auf einer Computertastatur herumhackt und im Hochfrequenzhandel Aktien im Nanosekundenbereich hin und her verkauft. Um diesen ganzen Casino-Kapitalismus-Schwachsinn, den wir ehrfurchtsvoll die Märkte nennen, mit immer neuen Transfusionen am Leben zu halten, müssen diejenigen bluten, die in der Realwirtschaft für immer kleinere Löhne die Werte schaffen müssen, die dann im Casino verzockt werden. Denn die 10 Milliarden Euro, mit denen zwei der drei Banken auf Zypern jetzt gerettet werden, die schenken wir Zypern ja nicht. Dank dieser 10 Milliarden Euro steigt die Staatsverschuldung Zyperns gigantisch an. Und die Menschen auf Zypern dürfen ab sofort dafür arbeiten, die Zinsen für die Schulden zu erwirtschaften, mit denen ihre Banken gerettet werden. Die Politiker aber, die die Bankenrettung organisiert haben, die fahren frohgemut nach Hause, denn da wartet sicher schon die Einladung zu einem gut bezahlten Vortrag bei irgendeiner Bank, die von der Rettungsaktion auf Umwegen profitiert hat. Bis neulich. Weitere Angebote zum Downloaden und mehr Informationen auf www.wdr2.de.